Der Pferdefreund grüßt euch von der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Jetzt kommt die Dusche. Emma, das ist doch eine schöne Rennfarbe, oder nicht? Die glänzt doch offenbar. So. Nach der Arbeit wird schön geduscht. Das Pferd von oben bis unten wird da warm eingelegt, dass er nicht friert. Früher hat man das nicht gemacht, da hat man die trocken gerieben und dann mussten die nämlich das normal geputzt werden, dass der Schweiß runterkam. Und das ist heute nicht mehr. Heute werden sie abgeduscht, damit sie schön sauber sind. Die Pferde haben es gerne, weil sie sich da schon dran gewöhnen. Komm rum. Dass der Dreck runterbringt. Wenn ich gesund bleibe, dann mache ich das noch ein bisschen weiter. Weil ich bin ja alleine. Wollen ja hoffen, dass du noch lange hier aktiv bist. Ja, ich werde es versuchen. Von den ganzen Trainer, die ganzen Kirchen, wir waren ja hier schon mal mit 20, 25 Trainern nach dem Krieg, die ganzen Jahre. Da bin ich der Einzige, der noch übergeblieben ist, der die Stellung hier hält. Du hältst sozusagen hier die Trabrennbahn Gelsenkirchen mit aufrecht. Ja. Da kommen auch schon viele Leute, die mal eine Frage haben, jetzt gerade auch, wo man eine Barriere. Also mal, wann sind denn die nächsten Rennen? Ich sage Samstag. Ja. Auch das sieht aber gut aus, was wir hier machen. Ja, das ist schon da. Und wie nennt sich das, was du jetzt machst? Ich tue das Pferd mit einem Schweißmesser abschweißen, dass der Schweiß und das Wasser runterkommt. Dann ist er schneller trocken. Das heißt, er wird abgeschweißt. Aber die kennen das alle schon. Ich hoffe, dass der mir nochmal dankt, die Arbeit, die ich mit ihm mache, dass er mir nochmal dankt. Unten sehe ich ein Pferd. Dass er mal als erster durchs Ziel geht. Ja. Wie wir das vorhin gemacht haben. Wie wir das vorhin gemacht haben, und da wird sich der Züchter befreuen und der Besitzer auch. Ja.